Das System der professionellen Dienste unterscheidet sehr klar zwischen Objekt und Subjekt. Subjekte sind die Profis, wir sind die Objekte. Da das System von Profis geleitet wird, definiert man Fortschritt als mehr Professionalisierung und Ausbildung der Helfer. Wir sagen, wenn schon Ausbildung, dann brauchen wir mehr Ausbildung, wie wir unsere Helfer anstellen und anleiten. Erinnern wir uns an Ed Roberts. Mit Ed als Vorbild gelang mir damals der Sprung vom Krankenhaus an die Universität. Ich habe mitgemacht beim allerersten Independent Living Center vor 2 Generationen. Ich bin nicht der Vater, ich bin schon der Großvater der Independent Living Bewegung. Unter Eds Leitung organisierten sich die behinderten Studenten in Kalifornien in den 60er Jahren. Sie lernten von der Studentenbewegung, den schwarzen Bürgerrechtsaktivisten und der Frauenbewegung. Heute ist daraus eine weltweite Bürgerrechtsbewegung von Behinderten geworden, die Independent Living Bewegung. Das Wichtigste der Independent Living Bewegung ist ihre Philosophie, ihre Ideologie. Grundlage ist, alle Menschen haben Fähigkeiten. Wir nehmen niemanden aus. Aber die professionellen Betreuer denken negativ über uns, weil sie ständig darüber reden, wo unsere Grenzen sind. Independent Living ist ein Werkzeug für Menschen mit Behinderungen, sich und anderen zu helfen, Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen. Niemand ist für uns zuständig. Niemand betreut uns, außer wir selbst. Nehmen wir Kalifornien. Dort leben etwa 25 Millionen Menschen. Davon haben etwa 5 Millionen Menschen irgendeine Art von Behinderung. Das ist eine riesige Zahl. Wenn wir uns dessen bewusst werden, wenn wir uns nicht absondern lassen, wenn wir in die Gesellschaft hineingehen, dann sind wir auch eine riesige politische Kraft.